Herzlich willkommen zum Visual Live Binding Webinar zur Datenbindung so leicht wie noch nie. Mein Name ist Matthias Heising. Ich bin sogenannter Senior Sales Consultant bei Embarcadero. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier. Ich mache Delphi schon relativ lange. Und heute soll es gehen um die Visual Live Bindings mit den Datenverbindungen. Diesmal auch mit Audio und Internet, sodass es soweit alles so gut funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. 13. Dezember ist heute. Relativ kalt hier in Langen. Schöner Tag, um einfach mal etwas am Computer zu machen, sei es einfach mal ein bisschen was, ja, die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder aber auch das ein oder andere Webinar zu hören. Nächste Woche noch ein paar andere Themen, die hier kurz aufgelistet sind. Heute befinden wir uns innerhalb einer Welt, die von vielen Faktoren bestimmt wird, seien es jetzt interne oder externe Faktoren, mobile Entwicklung, Desktop-Entwicklung, Web-Entwicklung etc. pp. Und da finden sich viele Themen rund auch um neue Technologien, neue Plattformen und die möchten wir natürlich auch mit dem RedStudio XC3 sehr gut abdecken. Heute geht es um Visual Live Binding, eine Technologie, die wir schon mit Delphi XC2 eingesetzt haben. Das Ganze haben wir visuell gemacht mit Delphi XC3 und das möchte ich Ihnen heute einfach mal kurz vorstellen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem FireMonkey Framework für Windows und oder aber auch für macOS und in Zukunft auch für mobile Plattformen wie iOS und oder Android, was man mit dem Mobile Studio, was ich gestern kurz vorgestellt habe, an der Stelle auch nochmal dargestellt habe. Die Visual Live Bindings final, jetzt sind wir dann auch soweit, bieten einem die Möglichkeit, natürlich viele Sachen zu machen. Ich habe eine kurze Agenda mitgebracht, um Ihnen auch mal zu zeigen, was sind überhaupt Live Bindings, wofür benutzt man sie, wofür kann man sie prinzipiell benutzen, wie sieht das aus im Visual Live Bindings Designer, welche Komponenten und Experten gibt es da, IDE-Optionen, wie komme ich überhaupt an diese Technologie dran und natürlich auch einen Haufen von Beispielen. Wir haben jetzt ja schon einige Minuten hier verbracht. Ja, insgesamt wird das Webinar so ungefähr eine Stunde dauern. Praktische Beispiele, Arbeit mit Komponenten, mit Datasets und aber auch mit selbstdefinierten Objekten. Aber auch, wie kann ich im Visual Live Bindings Designer mir Übersicht verschaffen und das Ganze gepaart natürlich auch mit Aktionen. Was sind generell überhaupt Live Bindings? Live Bindings ist für die Informatiker unter uns das Observer Pattern auf T-Control-Ebene. Das heißt, man hat eine ereignisorientierte Klasse, die es mir ermöglicht, mehr Kontrolle in meine Anwendung hineinzubringen. Das Ganze kann man benutzen, man muss es nicht benutzen. Das heißt, für ganz normale VCL-Anwendungen können Sie auch weiterhin Ihre Datenbindungen, sprich an Datenbanken oder aber auch an Objekte, ganz normal weiter manuell pflegen oder aber auch dynamisch über Programmcode pflegen. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Sie hier an der Stelle tatsächlich die Visual Live Bindings einsetzen. Aber die Visual Live Bindings bieten mit der Möglichkeit des Observer Patterns eine schöne Möglichkeit, dass ich hier auch in VCL und oder FireMonkey Anwendungen mir visuell meine Oberfläche zusammenstecke und den Datenfluss von Objekten, von Komponenten mit automatischer, ereignisorientierter Unterstützung hier durchführe. Was bedeutet das für den Nicht-Informatiker? Zum Beispiel im Framework FireMonkey hat man keine datensensitiven Kontrollelemente. Das heißt, wo Sie klassischerweise im Framework VCL ein DB-Grid, ein DB-Edit, ein DB-Label, DB-Combo-Boxen und sowas und so fort alles haben, sprich datensensitiven Komponenten, die nur darauf warten, mit einem Datenset, also mit einem Dataset verbunden zu werden, dann gibt es das in FireMonkey gar nicht mehr. Das heißt, Sie haben mit den Visual Live Bindings im FireMonkey Framework auch direkt die Möglichkeit, das an ein normales String Grid zu binden oder aber auch ein normales Editierfeld und die Visual Live Bindings oder die Live Bindings im Allgemeinen kümmern sich darum, dass hier an der Stelle auch diese normalen Kontrollelemente mit Daten gefüttert werden. Die Live Bindings, wie gesagt, sind schon erschienen mit Delphi XC2, auch damals schon für VCL und FireMonkey. Das heißt, Sie können sie faktisch gleichberechtigt in den beiden Frameworks miteinander verbinden, verknüpfen und hier auch benutzen.
Darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mittels Mining's Expression auszubauen. Dazu gibt es eine neue nicht visuelle Komponente, die Sie benutzen können, die auch bei den sogenannten schnellen Bindungen automatisch ins Formular hinzugefügt wird. Das ist die sogenannte Bindings List. Die schauen wir uns gleich mal an. Innerhalb dieser Bindings List werden diese Verbindungen kategorisiert. Was für eine Art von Bindung hat man? Hat man hier komplette Listen? Hat man hier schnelle Bindungen? Hat man hier einfache Properties, die übertragen werden? Und das Ganze kann natürlich unidirektional oder aber auch bidirektional sein. Gerade in Verbindung mit Datenbanken ist es halt eben wichtig, dass man hier auch bidirektionale Verbindungen hat. Das heißt, wenn ich in einem Editierfeld was ändere, dass das dann auch in das zugrunde liegende Dataset, sei es zum Beispiel ein Client-Dataset, zurückgeschrieben wird, was ich dann über ein passendes Apply-Update dann durchführen kann. Es gibt in dieser Bindings-List bei den Beziehungen auch Standard-Konvertierungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Integer-Wert haben in einer Datenbank, Sie haben hier im Prinzip auch bestimmte Datumswerte, Zahlenwerte und möchten diese in einem normalen Editierfeld darstellen, dann gibt es hier schon Standard-Konvertierungsmöglichkeiten, die das Ganze nach String konvertieren etc. pp. Die werden auch großenteils automatisch benutzt, gerade beim Visual Live Binding. Aber darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, zusätzliche Konvertierungsmöglichkeiten hinzuzufügen. Die werden auch an der Stelle alle in der Bindings List gespeichert. Generell kann man diese Bindungen durchführen zur Entwurfszeit oder aber auch zur Laufzeit. Das heißt an der Stelle, was ich jetzt hier innerhalb des Designs durchführe, was ich innerhalb des Designs über die Bindings List oder aber auch über das Visual Live Binding, über den Visual Live Bindings Designer definiere, das ist an der Stelle auch wirklich programmtechnisch zur Laufzeit zu erreichen. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich das alles zusammenklicke, sondern ich kann das auch dynamisiert zur Laufzeit durchführen oder aber auch automatisiert über zum Beispiel Schleifen. Letztendlich geht es darum, um Kontroll- und Quellobjekte, um den Datenfluss zwischen diesen zu bestimmen. Und das Ganze ist, wie gesagt, ereignisorientiert. Zusammengefasst wird das Ganze innerhalb des Visual Live Bindings Designers. Der Visual Live Bindings Designer, hier einmal stilisiert dargestellt, ist eine Art, sage ich mal so frei, UML-Diagramm, die mir sogenannte bindbare Member, so heißt dieser Ausdruck auch innerhalb der IDE, zur Verfügung stellt, um diese bindbaren Member von bestimmten Klassenobjekten hier auch miteinander zu verknüpfen. Das geht, wie gesagt, hier unidirektional, das geht natürlich auch bidirektional. Man sieht es an den Pfeilen. Jetzt ist dieses Formular, das ist letztendlich eine Formularrepräsentation, natürlich relativ übersichtlich. Was haben wir hier? Vier visuelle Komponenten, ein Edit, ein Label, ein String-Grid, ein Image. Und das entspricht natürlich auch nicht unbedingt den klassischen Formularen, die man bei Delphi hat. Da hat man viele Panels drin, da hat man eine Vielzahl von visuellen Komponenten drin. Die würden jetzt hier alle dargestellt. Deswegen kann man den Live-Bindings-Designern auch über sogenannte Layer hier organisieren und dementsprechend auch zusammenstecken. Das heißt, ähnlich wie in einer Bildverarbeitung, wie man das vielleicht von ja, verschiedenen Bildverarbeitungssystemen aus verschiedenen großen Grafik-Suiten her kennt, kann man seine Bilder in sogenannten Layers unterteilen, einblenden, ausblenden von bestimmten Bereichen. Auch das bietet der Visual Live Bindings Designers. Generell stellt man eine solche Beziehung durch einfaches Linienziehen dar und das Ganze gibt es natürlich für C++ Bilder und auch Delphi. Zwecks dessen gibt es auch eine Vielzahl von neuen Komponenten, die es mir ermöglichen, auch die Live-Bindings durchzuführen. Ich kann also komplette Listen an Datenquellen binden. Ich habe auch die entsprechenden Fill-Controls zu Feldern, schönes Englisch, die ich hier benutzen kann. Also auch komplexere Datentypen, Listen, dass ich diese auch über die Bindung hier entsprechend zufügen kann. Eine weitere schöne Komponente ist der sogenannte Prototype Bind Source. Der Prototype Bind Source ist die Möglichkeit,
dass ich strukturierte Informationen innerhalb des Visual Life Bindings Designers benutzen kann. Strukturierte Informationen heißt, ich habe im Prototype Bind Source die Möglichkeit, dass ich hier an der Stelle wirklich sage, ich habe eine Definition einer strukturierten Datenmenge, die besteht aus, ich sag mal, String, aus Date Time, aus entsprechenden Grafiken etc. pp., die ich einmalig definiere und die mir eine Möglichkeit, ein Bindungsglied auch stellt, zu zwei verschiedenen Punkten. Auf der einen Seite habe ich hier die Möglichkeit, mit dem Prototype Bind Source sozusagen eine noch nicht angebundene Datenbank zu simulieren, zu emulieren. Das heißt, ich definiere einfach sowas wie Varchar 20, String 20, Datetime, eine Grafik, ein Integer, eine ID innerhalb des Prototype Bind Source als strukturierte Feldinformationen und habe damit die Möglichkeit, dieses dann auch schon mal zur Entwurfszeit, ohne dass ich jetzt eine real existierende Verbindung zur Datenbank habe, zu nutzen. Ich habe also sozusagen ein Dataset mit strukturierten Informationen und die Prototype Bind Source gibt mir an der Stelle auch Zufallsdaten wiederum zurück. Die andere schöne Möglichkeit für das Prototype Bind Source ist es an der Stelle natürlich auch, dass ich hier mit dem Prototype Bind Source einfach mal Prototypen entwickeln kann. Prototypen im Sinne von, ich stelle mal einfach schnell eine Oberfläche, ein Formular zusammen, was mir jetzt irgendwo Daten repräsentiert, Zufallsdaten, die die Prototype Bind Source zur Verfügung stellt, um diese dann an der Stelle auch einfach innerhalb eines Formulares zu visualisieren. Und die Prototype Bind Source ist auch die Möglichkeit, dass ich an der Stelle die Möglichkeit habe, selbst definierte Objekte, und das werden wir nachher auch noch sehen, dass ich selbst definierte Objekte an visuell über den Visual Life Bindings Designer an Kontrollelemente binden kann. Stellen Sie sich einfach eine Klasse vor mit entsprechenden Members, mit entsprechenden Felddefinitionen, die ich einmal in der Klasse definiert habe, dann nochmal in der Prototype Bind Source, um an der Stelle auch hier wirklich die Inhalte von Objekten, von Instanzen, auch wirklich hier wiederum in einem Formular zu visualisieren. Und diese Beispiele wollen wir uns gleich auch mal anschauen. Wenn es darum geht, einfach nur Zufallsdaten, um an der Stelle einfach nur eine Datenbank zu simulieren, kann natürlich auch die Prototype Bind Source nachher, wenn ich dann auch die faktische Datenbankanbindung habe, auch ausgetauscht werden, um die echten Datenbankzugriffskomponenten, um meine entsprechenden DBX Datasets, um das einfach mal dynamisch dann auch auszutauschen. Gut, innerhalb der IDE gibt es verschiedene Optionen, gibt es verschiedene Experten, die mich generell durch die Erstellung von Datenbindungen durchführen. Das Ganze kann man auf der einen Seite natürlich über einen Wizard, über einen Experten durchfahren. Ich kann das Ganze auf der Formularebene oder bei selektierten Objekten durchführen. Das schauen wir uns gleich einmal an. Hier sehen Sie im Prinzip ja die englischen Screenshots. In der deutschen Version ist es natürlich auch in Deutsch, die wir dann auch gleich sehen werden. Unter den Tools-Optionen, die auch wieder in englischer Sprache dargestellt werden, die natürlich auch in der deutschen Version in Deutsch dargestellt werden, haben wir noch verschiedene Möglichkeiten. Unter Tools-Optionen finden sich hier die Einträge unter Live-Bindings. Das heißt, ich habe hier innerhalb des Visual Life-Bindings Designer auch die Möglichkeit, explizit Klassensichtbarkeiten einzustellen, welche Klassen dargestellt werden oder welche Subklassen dann trotz alledem wieder dargestellt werden. Das Ganze hier auch gepaart mit einer kleinen Option, um den Live-Binding-Wizard, den Experten, den wir vorhin gesehen haben, auch generell im Kontextmenü erscheinen zu lassen. Wir wollen uns deswegen einige Beispiele anschauen, wie man mit Komponenten arbeitet, wie man mit Datasets arbeitet oder aber auch mit selbst definierten Objekten. Das machen wir nachher, vorher aber noch einige Worte zur sogenannten Layers-Verwaltung. Layers, die es mir ermöglichen, dass ich innerhalb des Visual Life Bindings Designers bestimmte Bereiche ausgrauen kann, dass ich sie sozusagen verstecken kann. Auch hat man generell die Möglichkeit, explizit einzelne visuelle Objekte auszublenden, die dann auch nachher wiederum einzublenden. Und natürlich auch hier, und das haben Sie vielleicht vorhin schon mal gesehen, über diese drei Punkte weitere bindbare Member hier hinzuzufügen.
Die Layer-Verwaltung gibt mir generell schnell die Möglichkeit, dass ich verschiedene Ansichten umschalten kann. Stellen sich einfach Formulare vor, die komplexerer Art sind, mit entsprechenden Hunderten von Komponenten. Da wird man relativ schnell die Übersicht verlieren. Die Layer bieten einem die Möglichkeit, das besser zu organisieren und entsprechenderweise gut durchzuführen. Actions gibt es natürlich auch. Actions, die es mir ermöglichen, über die Live-Bindings-Actions das Ganze hier durchzuführen. Das haben wir gestern schon mal, Entschuldigung, vorgestern schon mal kurz gesehen. Wollen wir uns heute an der Stelle auch nochmal anschauen. Gut, dann bin ich soweit auch schon durch. Jederzeit haben Sie natürlich die Möglichkeit, mir auch Fragen zu stellen. Ich werfe mal kurz einen Blick da rein, was es hier für Fragen gibt. Ja, mittlerweile sollte der Ton auch erledigt sein. Vielen Dank für die Hinweise, Herrn Bonhoeft, Herrn Medert und so weiter und so fort. So dass es jetzt dann auch an der Stelle losgehen kann. Ich Ganze nutze das hier unter, ups, da wollen wir gar nicht hin, unter einem macOS-Rechner, auf dem ich dann auch nochmal eine virtuelle Maschine installiert habe. Eine virtuelle Maschine mit dem Red Studio XC3. Just aktuell, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, habe ich hier mal den Update 1 installiert. Vorgestern bin ich auch in das ein oder andere Problem reingelaufen. Ich hatte das Update 1 noch nicht installiert. Das Update 1 ist, wie gesagt, seit Montag auf dem Markt, behebt etliche Probleme, die es mit Delphi XC3 gibt. Es gibt auch eine entsprechende Buglist, Fixliste auf dem Developer Network. Und die ISO-Datei oder aber auch den Web-Installer können Sie herunterladen. Generell lässt sich das Update 1 auch über eine bestehende Installation einfach drüber installieren. Im Hintergrund macht er dann im Prinzip ein Uninstall, Reinstall. Aber das Wichtige ist, vielleicht vorhandene Komponenten, die Sie schon selber installiert haben, die bleiben dann natürlich vorhanden. Beginnen möchte ich mit einer relativ einfachen Anwendung, was das Visual Live Bindings betrifft. Das ist jetzt hier eine FireMonkey-Anwendung, das soll nicht weiter stören. VCL, FireMonkey können Sie halten, wie Sie wollen. Und in diese FireMonkey-Anwendung platziere ich an der Stelle mal ein Editierfeld und darüber hinaus nochmal ein Label. Das heißt, das Label hat momentan ja den eigentlichen Text, Label 1, das ist soweit in bester Ordnung. Und das Editierfeld hat momentan den Textmix. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier auf der einen Seite die Möglichkeit, im Kontextmenü das direkt visuell zu binden oder aber auch für diese bestimmte Komponente kommt dieser Experte hoch oder natürlich auch über den Visual Live Bindings Designer. Den sehen Sie jetzt hier zum ersten Mal. Ich kann das hier natürlich vergrößern, ich kann es verkleinern, wie man das dann auch immer haben möchte. Und man sieht hier, und das ist erstmal eine wichtige Eigenschaft, von diesem Editierfeld erstmal nur ein bindbares Member, wie das so schon heißt. Das heißt, Sie sehen hier faktisch nur Text. Wir gehen einfach davon aus, dass der Text, das Member Text an der Stelle, das Member ist, was am häufigsten gebunden wird. Von daher wird auch nur das angezeigt. Ich kann aber jederzeit über diese drei Punkte hier auch andere bindbare Member hier hinzufügen. Was wollen wir jetzt an der Stelle haben? Zum Beispiel enabled, möchte ich vielleicht im Prinzip, ja, was haben wir hier vielleicht nochmal Schönes, ob es ein Passwort, yes, true ist oder sowas. Vielleicht noch ein Style Name, Selection Start, Selection Length und so weiter und so fort. Und dann werden die mir hier auch innerhalb dieses Editierfeldes dargestellt. Soweit in allerbester Ordnung, aber ich möchte jetzt einfach mal den Text meines Editierfeldes zum Text meines Labels übertragen. Und jetzt kann ich hier natürlich auch auswählen, welches bindbare Member ich ziehen möchte. Und man sieht dann auch, je nachdem, wo ich mich dann auch hinbewege, dass hier dann das Ganze auch im Prinzip in verschiedenen Farben dargestellt wird. Das heißt, hier hat man natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel Password, was jetzt an dieser Stelle einfach die Möglichkeit ist, True oder False einzustellen, sprich soll ein Sternchen dargestellt werden. Wohin möchte ich das ziehen? Text geht nicht. Ich könnte es aber rein theoretisch hier auf andere Label Properties ziehen. Aber ich möchte einfach mal den Text auf den Text drüber ziehen. Sie sehen hier an der Stelle auch zwei Besonderheiten. Zum einen
wird eine unidirektionale Verbindung hier automatisch erzeugt. Zum Zweiten sehen Sie hier oben erstmal die Bindungsliste, Bindingslist, und Sie sehen darüber hinaus auch überraschenderweise, dass der aktuelle Eintrag meines Labels hier auch in die Text Properties meines Editierfeldes herübergezogen wird. Woran liegt das? Das liegt an der Verbindung selber. Ich kann diese Verbindung hier im Designer auswählen. Und dann sehe ich hier an der Stelle auch eine Property, die da heißt Initialize Control Value. Das heißt, meine Control-Komponente ist mein Editierfeld 1. Das ist ja auch explizit dargestellt, kann ich über Dropdown auch dementsprechend ändern. Und das wird hier auch in das Control Value rübergezogen. Das heißt, meine Komponente, Label 1, hat einen initialen Wert, der heißt momentan textuell Label 1. Und der wird dann dementsprechend auch in mein Control, mein eigentlichen Editierfeld rübergezogen. Und dafür ist hier an der Stelle diese Property innerhalb des Objektinspektors verantwortlich. Das heißt, der Wert wird übertragen. Kann ich natürlich auch abschalten. Darüber hinaus sehen Sie, wenn Sie hier diese Verbindung ausgewählt haben, die auch hier gehighlightet worden ist, verschiedene Ereignisse. Das heißt, hier gibt es insgesamt ja natürlich die Ereignisse für den Component und für das Control selber und darüber hinaus 5 weitere Ereignisse, die direkt auf dem Link hier definiert sind. On activated, on activating, das heißt, wenn das Ganze aktiviert wird oder aber auch aktiviert ist, gibt es entsprechende Ereignisse, die ich ausprogrammiere und darüber hinaus natürlich auch, wenn der Wert übertragen wird, on assigned value, on assigning value. Das heißt, es wird ein Wert übertragen. Das funktioniert hier natürlich relativ leicht. Text auf Text geht an der Stelle immer. Das heißt, hier muss man nichts konvertieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Editierfeld in ein, ich sag mal, Integer überträgt, also ein Text in einen Integer, kann da natürlich schon mal was schief gehen. Deswegen gibt es noch ein Ereignis on eval arrow. Und das gibt mir die Möglichkeit, hier darauf Einfluss zu gewinnen. Gut, ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel. Wie sieht das Ganze nun an der Stelle aus zur Laufzeit? Ich starte das Ganze einfach mal schnell durchkompilieren, hier als normale Version. Man sieht jetzt hier momentan nichts. Ich sage einfach mal Hallo. Und es ist so, jedes Mal, wenn ich einen Buchstaben drücke, wird es nicht automatisch sofort übertragen, sondern nur zum Beispiel, wenn ich das Feld verlasse oder an der Stelle einfach die Return-Taste drücke, um den Wert zu übertragen. Natürlich hätte man jetzt auch über die ereignisorientierte Programmierung die Möglichkeit, jeden einzelnen Buchstaben zu übertragen. Sparen wir uns an der Stelle. Hier möchte ich es allerdings erwähnt haben, dass es dann auch prinzipiell geht. Das heißt, der Wert wird von einem Objekt zu einem anderen übertragen. Datenfluss innerhalb der Anwendung. Das Ganze kann ich natürlich auch ein bisschen erweitern. Ich lege hier nochmal eine sogenannte Checkbox rein. Und diese Checkbox hat natürlich hier auch wiederum ein Property, die da heißt ist checked und die kann ich hier zum Beispiel auch mal direkt an die passenden boolschen Werte meines Editierfeldes hineinziehen. Und hier sehe ich dann auch an der Stelle ist checked, ziehe ich hier auf die Property auf das bindbare Member enabled. Auch das wird an der Stelle wiederum mit den Eigenschaften Initialize Control Value belegt. Das heißt, das Editierfeld ist ja momentan enabled, das ist die Standardeigenschaft. Und die wird dann auch in die Checkbox mit hineingetragen. Das Schöne ist, meine Anwendung selber gibt mir jetzt die Möglichkeit, dass ich hier auch die Erreichbarkeit, also das Enablement dieses Editierfeldes hier mit damit steuern kann. Natürlich, und das bin ich mir oder sind wir uns alle bewusst, kann man das auch programmtechnisch machen. Man kann jetzt hier überprüfen, getreu dem Motto Checkbox, über das entsprechende Ereignis, getreu dem Motto on change, on click, je nachdem, wenn man haben will, dass man jetzt auch das Enablement true oder false setzt. Aber das ist manchmal schon ein bisschen intuitiver. Intuitiver auch im Sinne von, wenn ich das Ganze jetzt einfach mal hier soweit in einer normalen Darstellung habe, kann man das vielleicht aus dem Visual Life Bindings Designer doch durchaus besser rauslesen, was denn hier passiert. Wichtige Frage, die in dem Zusammenhang eigentlich immer kommt, ist, wo wird das Ganze eigentlich gespeichert? Zum einen wird das, und da fangen wir erstmal mit an, in der sogenannten Bindingslist gespeichert. Die Bindingslist unterscheidet hier zwischen generellen Bindungen, neuen Bindungen und zwischen ja verschiedener Natur, die ich hier hinzufügen kann, dazu später mehr, und den schnellen Bindungen.
Schnelle Bindungen sind hier innerhalb des Visual Life Bindings Designers, ja, ich sag mal, per Linie gezogene Bindungen, die ich hier per File mit unidirektional, bidirektional hier hinzubringe. Und die kann ich hier natürlich auch auswählen. Man sieht hier dann auch dementsprechend genau das Gleiche, als wenn ich an der Stelle wirklich hier innerhalb des Visual Life Bindings Designers draufklicke auf diese Verbindung oder hier draufklicke. Das ist dann hier letztendlich genau äquivalent, was ich jetzt hier auf der einen Seite oder der anderen Seite auswähle. Hier sieht man sozusagen nochmal alle Bindungen selber. Ich kann natürlich auch neue Bindungen hinzufügen, neue Bindungen, die an der Stelle auch komplettere Verknüpfungen durchführen kann. Dass ich jetzt hier zum Beispiel Fill Control to Field mache, dass ich einfach ein Objekt, wie zum Beispiel eine Listbox, mit entsprechenden Elemente befülle, die vielleicht aus einer Datenbank kommen. All diese Bindungen selber ermöglichen es mir auch nicht nur einfache Werte von A nach B, von Objekt A zu Objekt B hinüberzubringen, sondern auch komplexere Listen rüberzubringen. Das schauen wir uns später auch nochmal an. Da sind erstmal die Bindungen drin gespeichert. Die Bindings List selber hat darüber hinaus auch verschiedene Methoden. Methoden, die ich an der Stelle natürlich für die Konvertierung benutzen kann. Da sind schon einige vordefiniert, wie zum Beispiel Min-Max-Werte oder aber auch Rundungswerte, aber auch zum Beispiel hier sozusagen ja Möglichkeiten innerhalb einer Liste zu suchen, aber auch Standard-Konvertierungsmechanismen, die es mir ermöglichen, diese Methode zu benutzen, um an der Stelle auch wirklich Daten zu übertragen. Wo wird das dann faktisch gespeichert? Und dazu gehe ich einfach mal innerhalb meiner IDE, innerhalb der Formulartextansicht. Und hier sehe ich dann letztendlich meine Formulardefinition, bla bla bla, mein Editierfeld, mein Label, mein Checkbox und hier natürlich auch meine Bindings List. Und diese Bindings List ist letztendlich nicht mehr und nicht weniger als ein Objekt innerhalb der DFM oder der FMX-Datei, das heißt der textuellen Abspeicherung der Repräsentation meines Formulares, wo diese Bindungen mit enthalten sind. Das heißt, auch meine Bindings List kann ich dynamisch zur Programmzeit, zur Laufzeit natürlich auch jederzeit erweitern. Schaue ich mir das Ganze mal wieder als Formular an, habe ich es dann auch soweit so gut mit drin. Ein erstes kleines Beispiel dafür, wie ich innerhalb dieser FireMonkey-Anwendung vielleicht auch Datensätze visualisieren kann. Dazu vielleicht das einfache Beispiel, dass ich an der Stelle mal ein, ja, ich sag mal, ein Client-Dataset hier mit hinzufüge. Dazu gehe ich mal in die Toolpalette und hole mir ein Client-Dataset hier mit rein, sozusagen eine In-Memory-Table, die es mir ermöglicht, dass ich hier In-Memory ein Dataset hier zusammenhalte. Und dieses Client-Dataset, weil es so schön ist, habe ich das frei nach Jean Pütz hier schon mal vorbereitet. Das lade ich mir einfach mal hier raus. Rechte Maustaste als Pfad kopieren, gibt mir die Möglichkeit, das an der Stelle auch über die Zwischenablage einfach mal direkt zu öffnen. Schau mal das Ganze mal im Visual Life Bindings Designer an. Hier hat man natürlich auch das Client Dataset. Hier hat man auch darüber hinaus die entsprechenden Feldobjekte. Das heißt, der Feldobjekt-Editor, also die oder andersrum, das Client Dataset ist schon aktiv. Das heißt, er weiß im Prinzip um die Felder. Die eigentlichen Feldobjekte sind natürlich noch nicht hinzugefügt, kann ich natürlich auch hier hinzufügen. Aber sobald das Ding hier auf aktiv geschaltet ist, weiß er das an der Stelle auch, was hier dargestellt werden soll. Und dieses Client Dataset kann ich jetzt natürlich auch wiederum in verschiedenen Kontrollelementen direkt binden. Das heißt, ich lege mal das ein oder andere Editierfeld mal daneben. Gott sei Dank verdiene ich nicht mein Geld mit der Gestaltung von Oberflächen, aber das Prinzip soll an dieser Stelle einfach mal rauskommen. Hier könnte ich vielleicht auch noch mal ein Image Control hier mit hineinsetzen. Vielleicht hätte ich da eine Groovebox oder sowas mal mit reinschmieren können. Aber im Groben und Ganzen soll das Prinzip einfach nur visualisieren. Das Ganze hier noch gepaart mit einem entsprechenden Memo, wo ich dann auch noch mal ein Wordwrap reinschalte. Das Ganze möchte ich hier vielleicht noch mal ein bisschen logischer hier zusammenfassen. Hier sieht man dann auch schon langsam, dass man hier ein wenig aufpassen muss. Aber hier, Entschuldigung, hier habe ich zum Beispiel die Kategorie, hole ich mir in den Text, hole ich mir auch noch den Species Name, hole ich mir auch noch die Notes hier raus.
verknüpfe die, hole auch noch die Grafik hier hinein, so dass ich an der Stelle auch ein ganz normales Dataset hier mit verbunden habe. Gepaart wird das Ganze über eine BindSourceDB. Die BindSourceDB definiert im Prinzip mein entsprechendes Dataset und meine Data Source. Wo kommt es im Prinzip her? Im Prinzip noch eine kleine Zwischenkomponente, die man zum Beispiel auch für eine Navigationskomponente hier benutzen kann. Das heißt, möchte ich hier durch diese Datenmenge hier durch navigieren. Wie gesagt, einen Anspruch auf Schönheit habe ich hier an der Stelle nicht. Nehme ich hier auch noch die BindSourceDB als Verknüpfungselement, sodass mir das hier auch zur Verfügung gestellt wird. Das Ganze geht natürlich, hups, da waren wir gar nicht hin. Das Ganze geht natürlich auch mit echten Datenbanken. Also natürlich ist ein Client-Dataset eine echte Datenbank. Aber das Ganze kann man natürlich auch mit echten Datenbanken im Sinne zum Beispiel einer Interbase-Tabelle oder aber auch einer Firebird Informix oder aber auch MySQL, SQLite. Gucken, ob ich hier gerade mal eine SQLite-Tabelle habe. Ne, habe ich nicht. Habe ich frisch, fromm, fröhlich gelöscht. Und ich nehme jetzt mal direkt nicht eine Tabelle, sondern nehme einfach mal eine SQL Connection. Eine SQL Connection, die es mir prinzipiell ermöglicht, auf eine Datenbank zuzugreifen. Wie heißt meine Datenbank? Wo steht sie im Prinzip? Connection Name, Login Prompt ist False. Und natürlich, hier sieht man dann auch mein heißgeliebtes Kennwort, Master Key. Also Sie können meinen Interbase Server relativ leicht hacken. Dazu nehme ich an der Stelle einfach mal den Live-Bindings-Experten. Der Live-Bindings-Experten gibt mir die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel auch ein Gitter mit einer Datenquelle verbinde. Im Prinzip das, was ich vorhin visuell durchgeführt habe, mache ich jetzt an der Stelle über einen Experten. Und hier gibt man mir die Möglichkeit, vorhandenes Gitter, ja, gibt es noch nichts, also ein String-Grid. Hier kann ich einfach mal ein neues String-Grid hier mit reinbringen. Und das Ganze kann ich jetzt auch vorhandene Quelle, zum Beispiel BindSourceDB, Client Dataset. Ich nehme aber mal eine neue Quelle, ein neues Dataset. Und das nehme ich jetzt an dieser Stelle aus einem BindSourceDBX. BindSourceDBX ist sozusagen eine Komponente, die einen internen Dataset Provider hat, ein internes Client Dataset mit allem Pipapo. Das macht generell auch die DB Express Entwicklung deutlich einfacher. Und die füge ich jetzt auch mal hinzu. Hier hat er jetzt noch die Verbindungskomponente hier soweit erkannt. Das ist die SQL Connection, die hier enthalten ist. Treiber, ja okay, das ist alles schon vordefiniert. Was für einen Art Befehlstyp möchte ich haben? Könnte ich jetzt natürlich auch eine Query nehmen oder eine Table. Für Demozwecke sollen mir das an der Stelle einfach mal reichen. Ich nehme die klassische Customer-Tabelle, kann das mal hier kurz durchtesten. Und kann darüber hinaus noch einen Datenquellennavigator hier hinzufügen. Jetzt müllt er mir hier in Anführungszeichen mein Formular zu. Wie gesagt, hübsch wird es nicht, aber da den Anspruch hatte ich auch nicht. Und kann das an der Stelle einfach mal ordnen und möchte Ihnen das gleich auch erklären. Hier habe ich natürlich mein StringGrid, hier habe ich natürlich wiederum meine Datennavigationskomponente, mit denen ich mich durch die Datensätze durchnavigieren kann. Und hier meine BindSourceDBX. Die BindSourceDBX, die letztendlich die SQL Connection den entsprechenden Dataset Provider zur Verfügung stellt. Das ist ein Subprovider, also ein interner, das SQL Dataset etc. pp. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Eigenschaft dieser Komponente, für alle die, die sie noch nicht kennen, das ist Auto-Apply. Bei DB Express über einen Dataset Provider, Client Dataset, muss sich letztendlich auch früher oder später mal ein Apply Updates absetzen. Apply Updates war die Möglichkeit, dass ich aus dem lokalen Cache, der In-Memory Table, die Datensätze wiederum zur Datenbank zurückschreibe. DB Express von der Architektur ist ja verbindungslos, soll heißen, er hat keine ständige Verbindung zur Datenbank, um an der Stelle auch die Datenbank nicht zu sehr zu belasten, sondern sagt an der Stelle, gib mir die Daten, ich speichere sie ab, lokal, auf dem Client, in einem Client-Dataset, bearbeite diese nur in einem Client-Dataset, habe sozusagen auch keine Verbindung mehr zu meinem Datenbank-Server, zu meinem Interbase, zu meinem MS-SQL-Server, sondern verarbeite sie nur lokal. Und irgendwann, wenn ich dann mit der Verarbeitung lokalerweise fertig bin und ich meine, ich müsste das Ergebnis mal wiederum in die Datenbank zurückschreiben, dann sage ich Apply Updates. Hier hat man nun die Möglichkeit, mit dem Auto-Apply auch die Datensätze hier sofort zurückzuschreiben, wenn man es denn will. Apply Max Errors minus 1 soll heißen, mach
solange du kannst. Und das Ganze ist soweit aktiv. Können wir uns auch mal eben kurz anschauen. Das ist sozusagen auch die einfachste Möglichkeit, mal hier schnell irgendwo was einzubringen. Ich sage jetzt an der Stelle einfach mal, die Address soll jetzt irgendwo mal südliche Ringstraße sein. Südliche Ringstraße 175. Nur um es mal durchzutesten, sage einfach mal jetzt speichern. Schließe das Ganze mal, öffne das Ganze mal und kompiliere es nochmal neu. Und in der Tat, er hat es ja auch dann tatsächlich abgespeichert. Wie gesagt, hübsch von der Oberfläche wird es nicht, aber das soll jetzt ja auch nicht die Intention sein. Er hat es hier aber auf jeden Fall soweit abgespeichert, ohne dass ich jetzt hier großartig mit DBX Client Dataset, Dataset Provider rumhantieren muss. Also jetzt auch komplett unabhängig. Unabhängig von meinem eigentlichen Visual Life Binding hat man mit dieser Komponente BindSource DBX auch sehr schnell die Möglichkeit, hier mal schnell was zusammenzuklickern. Kann man an der Stelle mit DB Express gut verwenden. Gut, also normale Bindung. Was es ansonsten auch noch innerhalb von Delphi-Anwendungen relativ häufig gibt, ich empfehle es natürlich, ist die Zusammenfassung von nicht visuellen Komponenten, wie man sie hier jetzt zu Hunderten gar fast auf diesem Formular sieht, in einem Datenmodul. In diesem Datenmodul, das möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, hat man natürlich auch schöne Möglichkeiten, das Ganze hier zu inkludieren. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich jetzt hier sonst noch habe. Ich nehme einfach die Employee-Tabelle. Ja, existiert es bereits. Das ist ja auch soweit in bester Ordnung. Da haben wir sie nämlich schon. Deswegen können wir sie jetzt einfach mal nicht benutzen. Nutzen wir mal die Sales. Das klappt soweit. Ich habe hier wieder mal eine ganz normale SQL-Connection. Die geht halt eben auf das Employee und dann eine Tabelle namens Sales. Ich hatte sie jetzt umbenennen müssen. Egal. Warum möchte ich das Ihnen jetzt zeigen? Natürlich habe ich auch hier für ein Datenmodul natürlich meinen Visual Life Bindings Designer. Wenn ich das Ganze noch nicht auf aktiv gesetzt habe, connected, der SQL Connection. Ich bin also verbunden zum Datenbankserver. Und natürlich auch mein SQL Dataset, wenn ich das auf aktiv setze, sehen Sie auch darüber hinaus hier in hübschem Blau, wenn es gehighlightet ist, mein entsprechendes Dataset, meine entsprechenden Felder. Und das kann ich jetzt natürlich auch in dieser Unit benutzen. Sie sehen, es wird ja schon ein bisschen unübersichtlich, aber noch geht es, sage ich mal so frei. Ein beherztes Alt F11 Unit verwenden, Datei Unit verwenden, wie man das kennt, oder Alt F11, je nachdem, wie man das dann haben möchte, bindet das jetzt ein. Ich muss hier mal einmal kurz einmal weggehen und dann sieht man jetzt hier an der Stelle auch, aha, da unten haben wir es dann auch schon, mein Dataset aus meinem anderen Modul. Interessanterweise oder Gott sei Dank ist es an der Stelle auch in einer anderen Farbe hervorgehoben. Das heißt, nicht mal dieses Standard, puh, taubengrau, würde meine Freundin wahrscheinlich sagen, sondern in einem schönen Ocker. Ich als Mann bin farbenblind, ich kenne drei Farben, deswegen der Versuch, das etwas besser zu umschreiben. Dieses Ocker deutet darauf hin, es ist ein Dataset, was in einem anderen Modul herkommt und in der Tat, da kommt es ja auch her. Und auch das könnte ich jetzt natürlich hier wiederum mit dem Visual Life Bindings Designer einfach mal binden. Hier mal kurz ein String-Grid reingeschmiert. Also wie schon zweimal gesehen, nochmal genau das Gleiche. Und auch hier wiederum Sternchen auf Sternchen gezogen. Das heißt, alle Datensätze daraus sollen jetzt auch hier mit reinkommen. Tabelle ist jetzt nicht so schön, nicht so besonders intuitiv, aber soweit so gut. Sie sehen hier innerhalb des Visual Life Bindings Designers wird das auch schon mal ein bisschen unübersichtlicher, aber soweit in allerbester Ordnung. Das Ganze habe ich jetzt hier natürlich Möglichkeiten, das ans Fenster anzupassen, sozusagen von der Größe her. Kann natürlich nichtsdestotrotz reinzoomen, rauszoomen, kann es auf die Originalgröße wieder hinstellen, kann es allerdings auch mal versuchen, neu anzuordnen. Kleine Warnung, wenn Sie es machen, wird es nicht unbedingt schöner. Rückgängig nicht wirklich, sage ich mal so frei und so ganz offen. Aber nichtsdestotrotz hat er jetzt meine BindSourceDB hier mit den entsprechenden Komponenten, hier meine BindSourceDB 2 mit dem StringRid und hier auch mein Kundenobjekt hier schon mal etwas anders angeordnet. Wie gesagt, wird nicht besonders hübsch.
die eigentliche Position dieser verschiedenen Komponenten, die ich natürlich hier wieder jederzeit neu ordnen kann, umstellen kann, so wie ich sie dann haben möchte, so wie sie jetzt dann an der Stelle vielleicht auch hübscher dargestellt werden, wird darüber hinaus in einer zusätzlichen Datei gespeichert. Das heißt, wenn ich hier mal eine Herzenssteuerung Shift S drücke, alles speichere und wo sind wir denn? Red Studio Projekte. Da mache ich vielleicht mal einen neuen Ordner, den ich einfach mal VLB, Visual Life Bindings Designer nenne und speichere da einfach mal meine Unit 1 ab, meine Unit 2 und mein Project 1. Das sind ganz tolle Namen, die mir auch so jederzeit wieder einfallen. Aber für Demo-Zwecke sollte das soweit an der Stelle auch reichen. Dann habe ich natürlich hier mein Red Studio Projekte, mein VLB. Dann habe ich darüber hinaus noch eine VLB-Datei. Diese VLB-Datei, VLB steht für Visual Life Bindings Designer und ich sende sie einfach mal so, wenn es, ja, Notepad habe ich dabei, da sieht man an der Stelle auch, hier werden die Koordinaten der verschiedenen Komponenten drin gespeichert. Das ist eine ganz normale Textdatei, hat den großen Vorteil, dass ich sie natürlich auch über ein Versionskontrollsystem hier einchecken, auschecken, vergleichen und so weiter und so fort kann. Es ist also keine binäre Datei, die mir zusätzlich zu jeder einzelnen Unit hier abgelegt wird. Gut, also ein bisschen Warnung in Anführungszeichen, wenn Sie einfach mal hier das neu organisieren, neu anordnen. Ja, gut. Hier gibt es noch den Life Bindings Designer, den Experten, den ich jetzt natürlich auch hier da oder da aufrufen kann. Die Ebenen. Die Ebenen ist ein weiterer Schritt, den ich an der Stelle noch erklären möchte. Ich kann hier zum Beispiel ein Objekt, eine Instanz hier zum Beispiel zu einer neuen Ebene hinzufügen, fügt auch alle abhängigen, verbundenen Objekte zu dieser neuen Ebene mit hinzu. Unter den Ebenen kann ich jetzt natürlich einzelne Ebenen ein- und ausschalten oder halt eben alternierend ein- und ausschalten. Standardebene, klar, da sind natürlich alle enthalten. New Layer, das ist momentan der Name, den kann ich jetzt natürlich hier mein CDS 1, kann ich das natürlich umbenennen. Wenn ich das jetzt soweit ausgewählt habe, zeigt er mir das an und die anderen sind soweit ausgegraut. Auch da gibt es vielleicht mal die Notwendigkeit, ich kann sie immer noch so weit selektieren, was ja vielleicht auch gar nicht so dumm ist, aber so weit so gut ist sie dann an der Stelle auch erstmal so weit ausgegraut, wenn ich es jetzt dann explizit hier ein- und ausschalte. Jetzt habe ich die ausgewählt und hier nochmal zu dieser Ebene hinzugefügt, kann ich jetzt natürlich auch hier wiederum über die Ebenen hier einfügen, ausfügen etc. pp. Aber was ich Ihnen jetzt hier auch noch zeigen möchte, ist, dass ich Elemente explizit ausblenden kann. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben hier vielleicht nochmal Steuerung Alt P, das ein oder andere Panel mit drin und dieses Panel, ja, das findet sich hier vielleicht nicht nur einmal, sondern 20 Mal in Ihrer Anwendung. Da möchten Sie hier vielleicht so explizit dieses Element komplett ausblenden. Weg ist es. Wenn ich dann an der Stelle auch nochmal ein oder mehrere Komponenten ausgeblendet habe, habe ich hier immer noch über die Element-Sichtbarkeit hier auch die Möglichkeit, dass ich hier mein Panel wieder einblenden kann, ausblenden kann. Hier sehen Sie darüber hinaus auch schon, dass hier verschiedene andere Komponenten ein- und ausgeblendet worden sind. Auch das kann ich wiederum ganz allgemein über die Tools-Optionen bestimmen. Über die Live Bindings soll heißen, was soll mir an der Stelle angezeigt werden, was soll nicht angezeigt werden. Eingeschlossene Elemente, ausgeschlossene Elemente, sprich was an der Wurzel oder aber auch an abhängigen Objekten hier explizit wieder eingenommen werden soll. Auch das kann ich hier explizit ein- und ausschalten. Gut, sodass man also auch explizit hier einfach mal Panel rausschmeißen kann. Die will ich hier gar nicht sehen, da muss ich noch nicht mal hier die explizit ein- und ausblenden. Gut, darüber hinaus natürlich auch noch Datenbindung. An Datenbanken haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge gesehen. Auch nochmal darüber hinaus ein Beispiel, wie man an der Stelle, habe ich es hier noch, VLB-Tifu, wie man zum Beispiel auch ein eigenes Objekt hier definieren kann, respektive hier auch ein eigenes Objekt mit dem Visual Life Bindings Designer, den ich erst nochmal ausblende, hier anbinde. Ich möchte einfach hier Augenmerk hier werfen oder richten auf die Klasse Tifu.
Tfue, also T irgendwas, T Eumel und wie wir sie alle nennen möchten, wollen oder sollen, ist einfach eine Klasse, leitet von nichts ab. Also letztendlich eine selbstdefinierte Klasse, die im Prinzip seinen eigenen Creator hat, etc. pp. Implizit natürlich von Object ableitet. Private, das heißt, sie hat einige Private Fields. FooString, FooIntegger, natürlich vom Typ String und Integer. Und sie hat eine Private Function getAsString. Darüber hinaus hat sie noch eine Public-Schnittstelle, den natürlichen Constructor, zwei Properties, FooString, FooIntegger und noch die Property asString, die entsprechende Reader und Writer hat. Das heißt, hier gibt es im Prinzip bei der Property asString nur einen Reader. Das heißt, ich kriege im Prinzip beide Werte hier an einer Stelle raus. Steuerung Shift Cursor Down. Gibt mir dann auch die Möglichkeit, dann da hinzugehen. Man sieht jetzt hier auch innerhalb der Klasse, was denn nun hier mit enthalten ist. Tfue create, tfue get as string. Das heißt, hier greife ich dann auch auf die Werte dann hier hinzu. Hoch, runter, genau, nur der get as string ist an der Stelle hier definiert. Und das Result ist an der Stelle wiederum ein String. Das heißt, hier wird im Prinzip der String genommen und der Integer, der mir hier dann auch noch dargestellt wird. Gut, was bedeutet das nun für mein Visual Life Binding? Visual Life Binding soll Ihnen an der Stelle zeigen, eigene Klassendefinition, die ich hier einmal definiert habe, die mir auch darüber hinaus die Möglichkeit gibt, so etwas vielleicht visuell zu binden. Dazu brauchen wir, und dazu ist, das sind wir gleich auch noch, über Ansicht Visual Life Bindings Designers, brauchen wir die Prototype Bind Source. Die Prototype Bind Source, die ich vorhin nur mal verbal soweit so gut erklärt habe, ist ja im Prinzip ein zweischneidiges Schwert. Prototype Bind Source gibt mir die Möglichkeit, dass ich hier über den Felder-Editor neue Felder hinzufügen kann. Neue Felder hinzufügen kann, zum Beispiel einen F-String, F-Integer in beliebiger Reihenfolge. Diese Felder, die ich hier hinzufügen kann, wie nennen wir ihn jetzt einfach mal, wie soll er denn nun an der Stelle heißen, was für Werte soll er auch an der Stelle hier zurückliefern. Der kann mir zum Beispiel auch Zufallswerte hier zurückliefern. Sie sehen das an der Stelle auch, dass er hier im Prinzip so Windows Colors oder VCL Colors mir hier zurückliefern kann. Kann natürlich auch String-Typ, erstmal Date heißen, kann mir auch dann zufällige Werte hier zurückliefern, kann sogar darüber hinaus Bitmaps hier mir zurückliefern. Das heißt, Sie sehen hier einige Grafiken, okay, die sind jetzt nicht komplexerer Natur, keine Landschaftsaufnahmen, die damit hineingebracht werden, sondern einfach nur Beispielwerte. Aber natürlich auch so etwas wie Lorem Ipsum, das mir eine T-String zurückliefert oder einen einfachen T-String. All das kann er mir hier als Feld hinzufügen. Und hier definiere ich einfach nochmal als Zwischenstück die Klassendefinition nochmal neu. Und wenn ich das hier soweit definiert habe, steht mir natürlich auch hier jederzeit die Möglichkeit der Bindung dieser Objekte an entsprechende visuelle Komponenten hier zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch meinen FooIntegger hier nochmal mit hineinbinden möchte, hier sieht man keine bindbare Property, deswegen ziehe ich das einfach mal so drauf. In einem Orange-Ocker wird es mir dargestellt, welches bindbare Member möchte ich jetzt an der Stelle. Das hat das bindbare Member Text, was ich hier an der Stelle auswähle, und er hat das dann auch hier mit hineingebracht. Das heißt, hier auch der entsprechende FooIntegger wurde mir hier gebunden. Jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich nun meine Objektinstanz, sprich meine Daten, die in meinem Objekt drin liegen, hier an die Prototype Bind Source? Auch das ist relativ einfach zu realisieren. Ansonsten, ja, in dem Formular ist nicht viel Gehirnschmalz drin. Dass ich hier sozusagen das Bind Source Adapter Tfue, den ich kreiere, auch die passenden Werte übergebe. Klassischerweise ein String, ein Integer, so wurde mein Objekt ja definiert. Das Objekt wird instanziert und dieses Objekt wird mir nun hier an den entsprechenden Bind Source Adapter drangebunden. Das heißt, er wird kreiert über das Kreieren meines Tfues mit den Werten, die in Tfue mit enthalten sind. Das heißt, mein Bind Source Adapter gibt mir nun die Möglichkeit, die Objektinstanz aufzunehmen,
die hier gleichzeitig auch noch gebildet wird und das dann auch wiederum zu visualisieren. Das heißt, über den Zwischenschritt habe ich das dann auch realisiert. Das heißt, mein Hello World, meine Objektinstanz, wurde ja damit instanziert mit dem foo-integer 42 und das Ganze als as-String nochmal herausgenommen oder aber auch als hier ein passendes Label hier auch nochmal als as-String rausgeholt. Hier sehen Sie dann darüber hinaus auch, dass ich natürlich mehrfach Verknüpfungen haben kann. Das heißt, dieses as-String liefert mir das natürlich, das sieht man jetzt vielleicht hier nicht so gut, zum einen als edit as-String und darüber hinaus gibt mir den Wert auch nochmal an das Label rein. Natürlich an der Stelle unidirektional, bidirektional, je nachdem, Label ist halt eben sehr unidirektional. Und der Wert wird mir hier auch rausgenommen. Also das heißt, über den Prototype Bind Source Adapter und der entsprechenden Instanzierung über das instanzierte Objekt mit seinen Werten habe ich auch die Möglichkeit, dass ich an der Stelle wirklich selbst definierte Objekte innerhalb des Visual Life Bindings Designers mit hineinbringen kann. Gut, was haben wir gesehen? Prinzipiell Oberflächengestaltung respektive das Handling des Visual Life Bindings Designers auch für normale visuelle Komponenten. Denken Sie an das Is Checked Enabled, was ich hier übertrage. Vorteil dadurch, ich kann mir visuell meine Oberflächenformulargestaltung auch zusammenstecken, nutzen dadurch Zeitersparnis. Dann darüber hinaus auch das Visual Life Bindings Design oder die Verknüpfung von entsprechenden Datasets in entsprechende Stringgrids. Darüber hinaus natürlich auch die selbstdefinierte Objektdefinition, die ich über einen entsprechenden Prototype Bind Source über den Adapter mir wiederum mit in den visuellen Designer mit aufnehmen kann, um auch selbstdefinierte Objekte hier mit hineinzubringen ins Spiel. Wir haben dadurch den entscheidenden Vorteil, dass das Ganze etwas visueller wird. Visuell auch im Sinne von, dass ich hier dieses für Dokumentationszwecke nutzen könnte. Sie sehen hier zum Beispiel auch als Bild speichern. Ich kann natürlich auch das Layout wieder ein bisschen anpassen. Ja, wie gesagt, dazu haut es einem das meistens. Aber für Dokumentationszwecke kann ich mir das Ganze hier auch wiederum ablegen und auch wiederum benutzen. Macht das Ganze ein bisschen intuitiver, macht dadurch vielleicht sogar bessere Software. Zu dem Ausdruck möchte ich mich fast hinreißen lassen, um Ihnen mehr Übersicht innerhalb Ihrer Anwendungen zu gestalten. Mit der Bindingslist und den entsprechenden Bindungen und Ihren Ereignissen haben Sie über das Observer Pattern natürlich mehr Kontrollmöglichkeit über den Datenfluss. Sie können es benutzen, Sie müssen es nicht benutzen. Der Performance Impact, den ich hier kurz ansprechen möchte, ist in meinen Augen absolut vernachlässigbar. Es gibt durchaus einige Leute, da gibt es verschiedene Foren, da diskutieren sie darüber, wie schlecht oder wie langsam das Live-Binding doch ist. Ich sage wirklich, das ist letztendlich eine zusätzliche Klasse zur Kontrollinstanz, die mir mehr Vorteil bietet, als der Performanceverlust auf der anderen Seite vielleicht in die Waagschale wirft. Aber gerade für größere Konstrukte, für größere architektonische Anwendungen, es ist hier wirklich eine weitere Instanz, die ereignisorientiert den Datenfluss innerhalb Ihrer Anwendung laufen lassen kann. Ebenen haben wir gesehen, Experten haben wir gesehen. Das Ganze lässt sich natürlich auch noch hier, ja zum Beispiel, das habe ich jetzt völlig vergessen, mit Listen hier füllen. Das Ganze möchte ich mal nicht speichern. Ich haue hier einfach mal, weil es so schön ist, einen Customer rein. Und diesen Customer möchte ich jetzt vielleicht an der Stelle auch mal über den Live-Bindings-Experten listen, linken. Ein Feld von Customer mit einem Steuerelement soweit verbinden. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel auch die verschiedenen Felder, die es hier momentan noch nicht gibt. Da will ich mal jetzt mal eins hinzufügen. Okay, dann machen wir das einfach mal aktiv, damit es dann auch kennt. Soweit in bester Ordnung. Und ja, eigentlich wollte ich das komplett anders, nur die SQL Connection. Live Bindings Experten, das heißt, wir wollen jetzt einfach mal eine Komponenteneigenschaft mit einem Steuerelement verbinden. Eine Komponenteneigenschaft, nehmen wir das. Welche Komponente? Da haben wir momentan noch keine. Und jetzt bin ich jetzt hier
völlig daneben. Dann machen wir es jetzt einfach visuell. Ach, das geht. Was ich dann nämlich einfach hier haben wollte, das Employee, und da haben wir jetzt hier nochmal das Customer-Objekt, das ziehe ich dann hier nochmal rein. Customer mache ich jetzt einfach auf aktiv. Und wenn ich jetzt an der Stelle zum Beispiel mal Customer schnell eine Kundentabelle haben will, kann ich das auch einfach über Item-Text hier mit reinhauen. Sie sehen hier an der Stelle, und das wollte ich Ihnen einfach zeigen, über die entsprechende Bindungsliste, die jetzt ein Link-Fill-Control-to-Field hat. Link-Fill-Control-to-Field, das hier wirklich ein Element gefüllt wird. Das heißt, hier letztendlich eine Listbox mit entsprechenden Eigenschaften, mit entsprechenden Einträgen, die hier natürlich mit hineinkommen. Und das Ganze wird natürlich auch dynamisch gemacht. Sie sehen hier letztendlich auch zum Beispiel für die Selektion aus einer Datenbank in einer Listbox geht das an der Stelle hier auch relativ schnell. Das haben wir gesehen, einfache Felder, Listen, genau die habe ich jetzt hier gerade eben gezeigt im dreifachen Anlauf. Oder aber auch, dass ich hier mit dem Visual Live Bindings Designer Dokumentation erzeugen kann. Das Ganze wird Quelltext für die Bindung innerhalb der Bindings List gespeichert. Die Bindings List, die die eigentlichen Bindungen beinhaltet, die Bindings List selber ist natürlich hier als Quelltext mit enthalten. Sie haben hier natürlich auch die Bindings List mit den schnellen Bindungen, mit den entsprechenden Control Fields oder Fill Control to Fields mit den entsprechenden Bindungen mit integriert, sodass alles soweit vorhanden. Ereignisorientierung bedeutet an der Stelle natürlich auch, dass ich hier beim Aktivieren oder beim Hinzufügen oder Übertragen von Werten auf die Ereignisse reagieren kann. Das soweit, so gut innerhalb von einer Stunde zu den Visual Live Bindings. Ich will hoffen, Sie haben so ein bisschen was mitgenommen, was ich Ihnen hier in der Kürze der Zeit darstellen konnte, und stehe jetzt im Prinzip auch für Fragen zur Verfügung. Zwecks dessen haben Sie im GoToWebinar-Control-Panel auch so einen Bereich Questions, wo mir auch schon einige, ja, je nach Uhrzeit mitgeteilt haben, dass hier auch die Verbindung abgebrochen ist. Vielen Dank nochmal dafür. Aber das haben wir jetzt ja dann auch final hingekriegt. Gut, da gibt es auch schon eine Frage. Lässt sich das mit der Bindung von Checkbox auf Enabled eines Controls auch mit zwei oder mehr Checkboxen und logischen Verknüpfungen wie AND und OR zwischen diesen auf Live-Binding gestalten? Also sowas wie Enabled 1 ist Mondwetter schön. Checkbox 1 checkt OR, Checkbox 2 checkt. Generell ja, man muss natürlich immer bedenken, welche Richtung man gehen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine, ich möchte es mal kurz darstellen, eine Checkbox habe, um das Beispiel an der Stelle auch wiederum analog durchzuführen, Checkbox 1 checkt, dann hat diese einen Wert. Das heißt, dieser Wert enabled oder checkt und nicht checkt, wie es so schön heißt, ist checked und ist nicht checked, den kann ich jetzt hier natürlich übertragen. Geht nicht direkt an Text, ich suche einfach das aus, die Bindung, und sage einfach ist enabled. Dann kann ich diesen Wert natürlich auch an beliebig vielen weiteren Editierfeldern hier knüpfen. Das heißt, dieses ist checked kann ich jetzt natürlich auch an mehreren hier hineinbringen. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal zur Laufzeit starte und dieses Checkbox ein- und ausschalte, sehen Sie dann auch, dass beide ein- und ausgeschaltet werden. Also von dieser Direktionalität, von dieser Ausrichtung her, geht das natürlich von einem Wert an viele zu übertragen. Kompatibilität, Konvertierung vorausgesetzt. Logik natürlich nicht. Beziehungsweise Sie hätten natürlich hier wiederum die Möglichkeit, Logik über, ich sag mal, versteckte visuelle Elemente durchzuführen. Faktisch wäre es an der Stelle einfacher, das an der Stelle über programmtechnisch diese zu verknüpfen. Visual Live Binding Designer ist gerichtet. Einer kann auf viele, aber nicht viele können auf einen, wenn es um eine Übertragung eines Wertes geht. Also von daher dann die Logik lieber implementieren über klassische Programmierung. Gut, ich stehe jetzt noch weiter soweit zu Fragen zur Verfügung. Nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle dann, da aktuell momentan nichts brennt und nichts weiter eingetragen wird,
mich soweit erstmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Zwecks dessen möchte ich nämlich dann auch hier die Aufzeichnung des Webinars soweit schließen. Heute Mittag bekommen Sie noch die obligatorische E-Mail. Ja, ich weiß, GoToMeeting schickt Ihnen momentan sehr, sehr viele E-Mails. Getreu dem Motto, einen Tag vorher, dann nochmal eine Stunde vorher der Erinnerung und dann nochmal ein Thank you for signing up. Das werde ich gleich auch nochmal ein bisschen minimieren. Sonst werden Sie nämlich alle 6 Stunden von uns zugespammt. Aber heute Mittag bekommen Sie nochmal eine Mail zu der Aufzeichnung, zum Aufzeichnungslink. Ansonsten auf YouTube unter dem Channel embarcadero.com finden Sie auch weitere Videos. Dann danke ich erstmal soweit für Ihre Aufmerksamkeit, für das Zuhören. Danke auch so, dass Sie so viel und zahlreich erschienen sind. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ihr Matthias Eising, Embarcadero Channel oder Embarcadero German Channel auf YouTube. Vielen Dank, auf Wiederhören.